Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 27. September, 8.29 Uhr, Jahr 2021. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Und wir haben die Order platziert, 15.707. Der Markt hat heute mit einem Gap eröffnet. Also wir bleiben den Gaps treu. Letzte Woche fast jeden Tag, diese Woche. Ja, und wir sehen jetzt Long 15.707. Das Gap von der Schlusskurs vom Freitag lag bei 15.546. Das heißt, wir haben hier eine relativ hohe, ein breites Gap. Ja, bin gespannt. Wir haben jetzt wahrscheinlich, der Markt feiert jetzt kurz mal, dass wahrscheinlich die richtigen Linken nicht mitregieren und 15.707 und wir sehen, die blaue Linie zeichnet unser Gewinnziel an. Ich mache das Ganze ein bisschen kleiner hier und wir sehen dann am Freitag die Boxen nochmal. Blue Boxen, die blauen Boxen, alle kleiner als 30 werden genommen von uns. Ja, zwischen 10 und 30 auf dem Minutenchart ist perfekt. Und wir sehen am Freitag nach dem Abverkauf hier dann auch relativ ruhig zum Wochenende. Die Vola-Boxen, blicke ich direkt mal drauf, und die werden heute rauskommen bei 15.687 tatsächlich. 15.687, das heißt, wir sind nachher um und bei der Vola-Box. Ich werde heute auch hier erhöhtes Risiko eingehen, auch nach den Wahlen hier erstmal. Also 15.686 circa, das heißt hier werden wir 20 Euro eingeben, so, und nachher dann dementsprechend, wenn der Trade kommt, dann auch dementsprechend die Order platzieren. 15.707 sind wir jetzt long. Wir blicken wie immer morgens einmal auf dieses Gesamtbild und ich fange an heute Morgen mit The DAX. Vorlage Zickzacklinie. Okay, und gehen auf Daily. Daily wieder aktuell long. 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten long. Alles long heute in the DAX. Gehen wir eine Etage weiter runter und gehen dann auf Gold. Gold auf Daily short, 4 Stunden short. Stunde long, 30 long, 15 long und 5 auch long. Also hier eher unentschieden. Öl, ja, da gehen wir auf Daily long. 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten short. Technologie sind Nasdaq, Daily long, Weekly long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten short. Also kurzen Zeitebenen gehen ein bisschen runter. S&P 500, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Dow Jones, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 und 5 auch Long. Gehen wir mal auf die Kryptos. Bitcoin 44.000, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Ethereum 3.100, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Das war der Schnelllauf und wir sind in unserem Eröffnungstrade long im ersten und die Gegenorder liegt bei 15.692. Es ist 8.34 Uhr. Wir sind im zweiten Trade, 8.38 Uhr. Wird also hier Big Number 15.692. Wird aktuell aktiviert. Zweiter Trade.
So, 8:45 Uhr. Wir sind im dritten Trade. 5708. 5708 aktuell. So, der Countdown läuft. Wir sind im dritten Trade. Wir haben eine große Kurslücke, Gap vom Freitag. 14 Sekunden noch bis zur Markteröffnung. Jetzt schauen wir mal, ob die Kurse sich nach oben weiter nach oben strecken oder in Richtung Gap Close laufen. 2 Sekunden und los geht's. Links die Vola-Box. 15,688 zu 5,673 mit einem erhöhtem Risiko. Wir bleiben jetzt live und schauen uns das mal an, in welche Richtung der Markt läuft. 15,707 sind wir long. Rechter Bildrand mit der Big Number und 15,692 sind wir short. Wir sehen hier unten auf dem linken Bildrand die Vola-Boxen, die Zielmarken. Okay, rechts Landeanflug für unseren Eröffnungstrade. Blaue Linie. So, wir sehen jetzt hier nochmal den Angriff des Gewinnziel der Short-Position. Jetzt liegt bei 77 circa. Das war der Eröffnungstrade und somit verabschiede ich mich bei den YouTubern. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter.